Hört ihr, wie das prasselt? Das ist jetzt ein ganz schönes Gewitter im Gange. Aber wie alles hat auch dieses Jahr wieder mal seine zwei Seiten. Die schlechte, wir sind im WOMO eingesperrt. Wir dürfen nicht raus bei dem Regen. Das Gute, Pelle hat Zeit, das Video zu schneiden. Es ist sehr gut, ja. Und zwar schneidet er gerade das Video von Hamburg. Das habt ihr ja hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut es euch an. Da ist nämlich viel besseres Wetter, als es jetzt im Moment ist. 30 Grad, was da. Und jetzt ruppelt es ganz anständig. So schön steht man hier an der Elbe. Ja, und heute scheint die Sonne. Und die Riesenbälle sind auch schon vorbeigefahren. Ja. Die Evergreen, das ist gleich zweimal, einmal hin und einmal zurück. Ja, also, und klar, wenn man natürlich filmen will, dann kommt gerade keiner. Aber so ist es halt. Nur nördlich vom Brunsbüttel ist es noch interessanter, weil da kommen noch die Schiffe vom Nordostseekanal. Okay. Die sind hier schon weg abgebogen. Ja. Aber es ist sehr schön hier. Und die Ossi hat gesagt, ich soll irgendwas zum Platz sagen. Ja. Es gibt hier keine Versorgung, man steht dafür direkt hier für 10 Euro an der Elbe, also das ist ganz nett. Und ja, die Versorgung ist ein paar Kilometer weiter. Ja, ein paar Kilometer weiter weg. Also da steht dann auch angeschrieben. Ja, genau. Am Zahlautomat steht angeschrieben, wo die Fähr- und Entsorgung ist. Und das ging eigentlich ganz gut. Super, denn bevor wir hierher gefahren sind, haben wir das schon mal ausgenutzt. Genau. Und es ist Lühe, das ist also das Zentrum vom alten Land. Äpfel haben wir noch keine bekommen, weil die Ossi immer noch nicht zufrieden war, wo ich gesagt habe, da steht Bio. Und dann hat sie gesagt, nee, wir finden nur einen anderen. Und dann haben wir natürlich keinen anderen mehr gefunden. Der findet man bestimmt noch irgendwie. Ja, und die verwöhnte Ossi ist natürlich nur Bio-Äpfel, ne? Die schmecken halt. Ja, also, jetzt geht's das. Nein, aber wo stehen wir denn hier genau? In Lühe. Also nein, das, wir stehen in Twielenfleet. Ja, Twielenfleet. Ja. Doch, ja. Twielenfleet. Aber wir schreiben es unter rein. Genau, das ist das Beste. Und jetzt fahren wir nach Stade und schauen uns mal an, was da los ist. Ja, und es sollen nur knappe 7 Kilometer hier mit dem Fahrrad entfernt zu sein. Und das wollen wir jetzt in Angriff nehmen und schaut mal, Handschuh. Und ich habe auch dazu gelernt. Handschuh, wenn die Ossi mir das empfiehlt, dann ziehe ich sie an. Wir haben 8 oder 9 Grad und mal schauen, ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Dann gucken wir mal, ob ich sie unterwegs anziehen muss oder nicht. Auf jeden Fall dabei haben wir sie. Jetzt fahren wir los. Genau. Wenn ihr Lust habt, Stade mit anzugucken, dann fahre da einfach mit. Aber alles reif für die Ernte. Im Frühjahr mag ja das alte Land auch wirklich wunderschön sein, weil hier dann alles in Blüte steht. Aber jetzt im Herbst hat es den Vorteil, jetzt wird geerntet. Aber es ist bitterkalt. Ja, ist schon recht frisch. Wir sind Harry nehmen, dürfen wir einen Apfel stellen? Nein. Was ist auch, ich darf nicht. Machen wir nicht. Wir kaufen dann welche. Obwohl, da liegen welche am Boden. Nein, auch Fallobst kann ich aufheben. Außer es ist irgendwo gestattet und das wissen wir jetzt hier nicht. Und das wollen wir auch nicht. Okay. Wir können unsere Äpfel kaufen. Also, kaufen wir einen in Stade. Wo ich jetzt Lust auf einen Apfel hätte. Ja, wenn die Ossi dabei ist, kann ich das nicht machen. Nein. Schimpft sie wieder mit mir. Ja.
Lecker. Bäuschen mit frischem Apfel. Jetzt haben wir gerade einen Altländer kennengelernt. Also er ist kein Ostfriese. Ostfriesland ist hier 2,5 Stunden weg, hat er gesagt. Aber er weiß, warum hier Ebbe und Flut ist. Und zwar hat er das gesagt, das Wasser ist gekommen und hat die Ostfriesen gesehen. Er ist gleich wieder abgehauen. Und jetzt kommt es alle 6 Stunden wieder und schaut, ob die Ostfriesen noch da sind. aber die arme das ist ja, Ostfriese, ja, aber hier ist ein altes Land und da kommt das Wasser an und schaut, ob die Altländer da sind. Vermutlich. Ja, wir haben nichts drauf gesagt, wir haben nur gelacht. Ah ja, klar. War ja ein schöner Gag, ne? Ist ja nicht so. Eben. Ja. Sandstrand übrigens hier, muss man mal wirklich sagen. Aber Baden ist nicht empfohlen, wegen der Sogwirkung von den großen Schiffen. Ja. Genau, also ist es nicht empfehlenswert. Es ist nicht verboten, aber wird auch nicht empfohlen. Genau, und dann werden wir das nie machen. Nee, und jetzt schon gleich gar nicht. Wir sind tatsächlich angekommen. Ich habe mich zweimal verfahren mit Google Maps und die Ursi ist ohne Google Maps gefahren, die hat uns hierher gelotst. Es gibt Straßenschilder, eindeutig Fahrradwege, aber der Helle, der fährt halt stur zu. Und ich immer hinten nach und da müsste ich mir immer die Kehle aus dem Leib rufen. Dann lass ihn halt fahren, irgendwann merkt er, dass er falsch ist. Dann drehen wir halt wieder um und ich sage, guck, da gibt es eine Abzweig. Ja, auf jeden Fall sind wir da. Ja, genau. Und hier ist der Beweis, hier steht, willkommen in Stade. Jawohl, wir sind da. Und werden willkommen geheißen, das ist doch noch schöner. Ja, genau. Und dann schauen wir uns jetzt ein bisschen an den Ort hier, denn der Hafen ist ja historisch. Da können wir euch aber nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Hm? Also das sieht hier sehr nach alten, nach was ist das, Ossi? Ein alter Kran, der aber nachgebaut wurde wieder, also wieder aufgebaut. Ist das jetzt der Hafen da? Ja. Irgendwann haben wir unsere Fahrradeln hier abgeschlossen. Und es ist ein sehr bescheidener Hafen, also kannst du mit Hamburg, glaube ich, nicht ganz mithalten, oder? Aber schöne Häusle hat es da. Das ist alles Hafen, Stade. Naja, viel ist nicht. Ja, dann können wir ja jetzt was zu Stade sagen, oder? Und danach suchen wir die besten Fischbrötchen von Stade. So, was gibt es zu sagen, was Sie? Also Stade war früher mal ein großer Hafen, oder halt, ja, für die damaligen Verhältnisse. Es ist ja auch eine ehemalige Hansestadt. Sie sind dann der Hanse beigetreten, jawohl. Und danach hat ihnen aber Hamburg der Rang abgelaufen. Ja, da ist ja der Hafen etwas größer. Ja, genau. Jetzt wissen wir auch, warum in Hamburg jetzt der große Hafen ist und nicht in Stade. Ja, und Stade ist entstanden, weil die Wikinger das Land erobert und gebrandschatzt haben und daraus ist dann Stade entstanden. Wie auch immer das passiert ist, aber... Ja, die Wikinger? Das ist schon lange her, das war jetzt ja schon im 10. Jahrhundert war das. Mhm. Und im 13. Jahrhundert sind sie dann, glaube ich, der Hanse beigetreten. Und irgendwann sind sie untergegangen und jetzt sind sie eine Kleinstadt irgendwo in Niedersachsen. Ja, aber wir schauen uns jetzt das Örtchen an, denn das sieht ganz, wirklich sehr hübsch aus. Ja, die Fachwerkhäuser schauen sehr, sehr, wie sagt man, kuschelig aus. Kuschelig. Historisch. Historisch. Oder so. Historisch kuschelig.
Sie beim Lieblingshobby? Fotografieren. Dass Sie den Starter, den Hafen weggenommen haben, das geschieht Ihnen nicht gescheit recht. Da kriegt man kein Fischbrötchen, einen Döner kriegt man, eine Bratwurst kriegt man, Pfannkuchen kriegt man, alles kriegt man, ja, aber kein Fischbrötchen. Das habt ihr verdient, dass kein Hafen mehr da ist. Hamburg ist besser, da gibt es leckere Fischbrötle. Ja, da hast du ja auch genügend gegessen. Ja, aber zu wenig, ich hab schon wieder Appetit drauf. Ist übrigens keine kleine Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern. Hat halt den historischen Teil, in dem wir jetzt gerade sind. Ja, aber ist auch nicht so groß. Nee, natürlich nicht. Historische Teile sind nie groß. Okay, wenn ihr was hier sagt. Nachbildung vom historischen Schiff, was 1850 bis 1870 gefahren ist. Geschippert ist, oder? Und das historische Rathaus, da eigentlich schaut ganz nett aus, oder? Naja, klar. Für die Ossi gibt es Bio-Äpfel. Wir kaufen auch Äpfel. Die sind ja fast umsonst. 2,50 Euro für 2,5 Kilo. Bioland. Also ich würde sagen, da kann man echt nicht meckern. Also echt wahr, für Bio-Äpfel 2,5 Kilo, 2,50. Und dann nehmen wir doch glatt was mit. Logisch. Ja. Sehr gut, nehmen wir mit. Und dass nicht wieder Beschwerden kommen, filmen wir das natürlich, wie wir das Geld einschmeißen. Wir bezahlen unser Sach immer. Also, hallo, geht's noch? Müssen wir trotzdem filmen, weil viele glauben das ja nicht. Nein. 20, 40, 50. Hier. Ussi, ehrlich wie immer. Ja, und ich freue mich jetzt auf einen frischen Apfel. Ja, und da sind die Zickle. Hallo. Ja, hallo. Na ihr, grüß dich Gott. Grüß dich Gott, ich habe leider nichts. Ich habe leider nichts für dich. Ziegenbock. Gott sei Dank bist du eingesperrt. Bio-Bock. Wir haben schon was da für euch. Lecker. Die Vorfreude ist die größte Freude. Die Ursi muss erst noch bezahlen. 25, hast du gesagt? 25, ja. Und schon wieder brav bezahlt, Ursi. Ja, lass
selbstverständlich. Und schau mal, wie die Ziegen warten. Ja, die freuen sich schon. Mh, lecker, 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 lecker. Allerliebst. Von der Ursi gefüttert. Ja, der untere will auch was. Ja, kriegen alle was. Vielleicht machen wir einen Schüssel. Ja? Du kriegst auch was, da. Der schwarze will auch was. Komm her, du kriegst auch was. Ja, ja, ihr kommt nicht zu kurz. Nein, nein. Ich hab die. Komm mal her. Komm her. So, komm, die zwei wollen auch was. Die sind ja. So. Hey, du hast schon genug gekriegt. Nichts mehr. Also, da muss man richtig organisieren. Schau doch mal diesen Kerl an da. So, pass mal auf, ich will jetzt austricksen. Zack. So, und jetzt können die Kleinen füttern. So, pass auf. Da. Ach Gott. Also die Hierarchie bei den Ziegen ist wirklich unerträglich. Da müsste mal jemand her und müsste dafür Ordnung sorgen. Da gilt die Macht des Stärkeren. Ich habe nichts mehr, tut mir leid. Ach Gott, ich habe schon das Papier in Fresse. Also echt. Ach Mensch, ihr Armen da. Schau mich an mit seinen traurigen Augen, ich habe jetzt nichts mehr. Jawohl, das war schön. Haha, das kommt auf YouTube. Habt ihr gut gemacht. Die Ursi lacht sich jetzt ab. Typisch Männle, oder? Typisch Bock. Wir machen das einfach so. Komm her. Na ja. Geht's noch? So. Aber dann tut euch nochmal die Köpfe anhauen. Ja? Ja, jetzt mache ich leer. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt schütte ich das alles da rein. Mir ist das jetzt verschließt, wenn sie selber schlagen. Komm her. So. So, da schlaucht euch in das Zeug. So, ich habe fertig. So, ich habe es jetzt einfach reingeschmissen, Ursi, damit wir weiterkommen. Ich habe jetzt eine total versabberte Hand. Ja, ich auch. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Wohnmobil und waschen uns erst einmal die Hände. Ja, und dann gibt es einen leckeren Apfel. Ja, genau, aber vorher Hände waschen. Ja. Und die Düne lasse ich noch da. So, bezahlt ist. Schau mal, wie ein Bio-Apfel schmeckt, Ursi. Natürlich total lecker, aber wir müssen dann auch erst abwaschen. Ich dachte, das ist alles Bio. Ja. Sieht doch toll aus, oder? Ich wasche ihn schnell ab. Bio sieht man natürlich immer ein paar Beschädigungen, ja. Ja, aber so tragisch ist das ja wohl nicht. Naja. Und? Lecker und total saftig. Echt lecker, echt lecker. Hat sich gelohnt. Komm mal, probier ich mal. Leicht säuerlich. Mhm. Aber gut. Mhm. Erfrischend, würde ich sagen. Ess mal auf. Mhm. Moin. Moin. Wir sind auf dem Weg zum Wattenmeer. Ja. Und haben gestern schnell noch eine Übernachtung einlegen wollen und finden einen Parkplatz, der sogar mit Wohnmobilschild ausgestattet ist. Und da bietet sich wunderbar an als Übernachtungsplatz. Und dann haben wir gleich ein bisschen recherchiert. Und haben festgestellt, da ist die dicke Bertha. Und zu der fahren wir jetzt mit unseren Rädern, denn das Wetter ist heute super. Ja. Also können wir gar nicht meckern. Es ist bis jetzt auch nicht kalt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Ach so, wir stehen in Otterndorf. Alter, 9 Kilometer von der dicken Bertha entfernt und da fahren wir jetzt hin. Also, mitkommen. Ja, wie immer, ne? Einfach aufsteigen. Ja.
So herrlich ist es hier. Wir stehen genau gegenüber, oder ziemlich genau gegenüber vom Brunsbüttel, und die Schiffe sammeln sich da schon, damit sie dann in NOK fahren können. Und also es ist ein richtig schöner Ausflug mit dem Radweg da am Damm. Da kann man am Damm. Ja, das war das Fränkische. Da kann man dann von Hamburg bis nach Cuxhaven fahren. Also ganz toll. Ja, macht riesen Spaß, und ja, jetzt ist schon wieder ein bisschen Ebbe, obwohl wir ja hier noch an der Elbe sind, aber hier fängt ja auch schon die Mündung an zur Nordsee. Ja, genau, das geht ja schon los. Ja, da ist die Elbe ziemlich breit, da ist eine Seehundbank irgendwo in der Mitte, aber da sieht man gar nichts. Nee, da ist wahrscheinlich zu viel Wasser, da ist zu weit entfernt. Also wir können nichts erkennen, aber was wir erkennen, könnt ihr wahrscheinlich wieder nicht. Mit der Kamera ist das immer schwierig. Also auf der anderen Seite der Elbe ist ein Offshore-Park, wie das aussieht. Ja, ist ja ordentlich windig da. Ja, genau. So, ja. Wir haben wieder kein Mikrofon verwendet. Wir Schlawiner. So nachlässig. Also ich hoffe, man kann uns trotzdem verstehen. Und wir versuchen es rauszufiltern. Wie immer. Ha ha ha.
Schwandorf ist ein richtig kleines, schönes Städtchen. Mhm, aber der Helle ist halt wie üblich nur durchgefahren. Ohne einmal Anhalte. Wir können ja immer noch auf den Rückweg anhalten. Ich bin auf der Suche nach Fisch. Jetzt hat er gerade Fischbrötle gehabt und immer noch keine Ruhe. Und da gibt es ja noch einen Campingplatz und einen Stellplatz, also auch, aber da stehen sie eng auf eng, also da stehen wir günstiger. Ja, stehen zwar auch eng auf eng zwischen PKWs, aber... Die fahren ja dann wieder weg. Kostet nichts. Dann haben wir zu ruhen. Und heute Nacht war es total ruhig, ja. Auf jeden Fall. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie die Fahrräder ausschauen, wenn ihr an der Nordseeküste entlang fahrt. Wobei ich sagen muss, ich bin schon durch die Wiese durchgefahren, ja. Und habe da schon ein bisschen den Dreck abgefrutzt. Und schaut mal, wie der Ossi ihr Rad ausschaut. Und die legt immer so viel Wert auf Sauberkeit. Ja, und bevor es halt jetzt dann zum Kundendienst muss, muss ich es halt wieder putzen. Ja. Wisst ihr, was das ist? Schafsbulle. Da sind wir mitten durchgefahren. Das war ein Teil unserer Reise von Twielenfleet und Otterndorf. Uns zieht es weiter Richtung Wattenmeer, denn das Ziel unserer Reise ist eine Wattwanderung bei Cuxhaven. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Da geht es dann ab ins Watt. Viele Grüße und bis bald.